Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Ja, nur der grüne Yoshi hat mal wieder eine tolle Idee. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte, also entschließen sich die Yoshis dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Auf geht's, Yoshis, ein neues Abenteuer wartet auf uns. Ja, auf geht's! Dann spielen wir hier mal los. Wir starten mit dem grünen Yoshi, habe ich glaube ich so in Erinnerung. Und dann wechseln immer von Level zu Level die Farben. Auf jeden Fall eine coole Möglichkeit hier, zu spielen, ist ganz lustig, ein cooler Nachfolger vom ersten Teil, den ich ja parallel auch noch spiele. Und jetzt geht's los. Wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert er das Baby Mario und der Sternzähler beginnt die Sterne sehr schnell abzuziehen. Steht die Zahl auf 0, erscheinen die Kimex-Gesellen oder Kekes, entführen das Baby, also beeile dich, Baby Mario zu retten. Hast du Baby Mario aus dem Clown der Bösewichte befreit, erhöht sich der Sternzähler stufenweise, bis er wieder auf 10 erreicht. Je mehr Sterne du gefunden hast, desto mehr Zeit hast du, Mario zurückzuerobern. Ja, das weiß ich natürlich. Wir müssen das jetzt hier auch nirgendwo mehr testen, sondern können im Endeffekt gleich loslegen. Ich möchte eigentlich gar nicht hier irgendwie großartig Punkte sammeln. Eieiei. Das hier ist sowieso nur ein bisschen zum Üben der Steuerung und Kennenlernen der Gedüngse. Zum Kennenlernen der Welt, der Funktion. So, dann beginnen wir hier direkt mit der Welt 1 von 1. Und das ist der Schokohügel. Hoffentlich gibt es hier was Leckeres zu essen. Wir können hier die Tiere, wer das Spiel noch kennt, der weiß, dass wir die Tiere hier teilweise schlucken können, manche auch nicht. Blumenbonus, ja. Ich lese mir die Texte auch ungern durch. Wir können dann hier schießen. Oder können eben auch weiter. So, wir gehen jetzt erstmal hier die Treppe hoch. Vielleicht sammeln wir dann noch ein paar Punkte. Weil Punkte erhöhen auch. Da sind die Sterne. So, wir sind auf 14. Punkte erhöhen natürlich auch, irgendwann gibt es dann so ein Level Up, nennt sich das, und dann haben wir ein extra Leben, nicht Level, So haben wir die Pflanze hier schön weggeballert und, auch in meiner Kindheit dieses schöne Spiel gespielt. Und schon damals konnte ich hier, Rekorde holen. Ich bin einfach ein mega großer Mario-Fan, frag aber nicht nach Sonnenschein. So, manchmal müssen wir die Fragezeichen hier weghauen. Einfach um, beispielsweise, wie man hier sehen kann, so eine Blume zu erreichen. Och, ich liebe dieses Spiel so, ne? Ich werde das diesmal auch anders machen, und zwar nicht Welt für Welt, sondern ich werde Level für Level. Na, da ist das Baby weg, kann man schon sehen. Kann man das hier auch irgendwie direkt wegblenden? Geil ist, man kann den Spaß hier auch mit der Zunge ausführen. Na, was gibt's hier wieder? Sterne. Dass die gebraucht werden, ist ja kein Geheimnis. So, wie man sehen kann, hier sind Blumen und springen wir rein. Und vielleicht haben wir direkt ein Bonus-Ziel. Ein Bonus-Level. Ne, schade. Leider nicht. Aber damit ist die erste Level rum und mit 4-5 Minuten, ich glaube 3-4 Minuten, ist dann so eine Welt auch ganz schnell durch. Wir bekommen hier noch die Punkte und ich darf mich in dem Moment verabschieden. Bedanke mich dafür, dass du zugeschaut hast und hoffe, du schaltest auch in der nächsten Level wieder ein, weil ich das Ganze einfach nicht so krass lang ziehen möchte. Habe ich mich dazu entschlossen, einfach Welt für Welt, und es gibt einige Welten. Das heißt, es wird auch einige Folgen geben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und hoffe, du schaltest in der nächsten Folge wieder ein, hier bei Super Mario World 2 Yoshi's Island. Bis dahin, und natürlich würde ich mir wünschen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Dein Christian von letsplays.org.